Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und es gibt nochmal ein kleines Kochvideo aus Portugal. Und zwar geht es wieder um die Viereckpfanne. Das habe ich schon mal, glaube ich, erzählt. Die ist jetzt bei mir seit über 20 Jahren hier in Portugal im Einsatz. Hat noch diesen ganz alten Trick zum Einhängen und schlägt sich immer noch hervorragend. Und ich möchte gerne einmal nochmal die Vorteile von der Viereckpfanne erklären. Man hat einfach mehr Platz, viel mehr Platz als in der runden Pfanne. Und deswegen eignet sich die auch hervorragend für eine leckere, deftige Portion Bratkartoffeln. Und die machen wir heute. Wir sind in Portugal, da nehmen wir natürlich Olivenöl. Zu Hause würde ich es jetzt wahrscheinlich mit Rapsöl machen. Nicht zu wenig, nicht zu wenig. Ein bisschen, da soll man nicht sparen, da kann da so richtig was rein. Pfanne habe ich vorgeheizt, wir arbeiten hier mit Gas. Wohlfahne, wisst ihr, kann man für alle Herdarten haben. Die wäre jetzt hier nicht induktionsgeeignet, aber die gleichen Pfannen gibt es heute aus der Diamond Titan Best Serie auch für Induktion. Wir haben jetzt hier die ganz normale Pfanne mit Gas. Und da ist einfach wichtig, sobald das Öl in der Pfanne ist, auch die Kartoffeln rein, damit es nicht braun wird. Die verteilen wir jetzt schön und da machen wir erstmal gar nichts mit, außer dass wir das Ganze schon mal ein bisschen salzen. So, dann hat man direkt schon mal nachher ein bisschen Geschmack da dran. Und die lassen wir jetzt erstmal schön brutzeln, schmuggeln, schön bräune ziehen. Nicht zu früh wenden, immer erst, wenn sich da so ein leichter brauner Rand unten zeigt, dann wenden wir die zum ersten Mal. So, die Kartoffeln, die habe ich jetzt schon einmal heimlich umgedreht, als ihr nicht dabei wart. Und jetzt drehen wir die zum zweiten Mal um. Dann haben wir einfach hier so einen Kunststoffbänder. Jetzt bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause in Essen, da habe ich natürlich von Woll die schönen roten Bänder, aber der soll es jetzt hier auch mal tun. So, wir haben jetzt natürlich eine klasse Farbe schon gekriegt und jetzt ist der Punkt, jetzt kommen die Zwiebeln drüber. Da ist ganz wichtig immer nie zu früh drüber geben, weil die Zwiebelchen werden ja schnell braun. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die Finger, die sind ja gewaschen. So, und natürlich der Knoblauch, der darf da auch nicht fehlen. Der kommt jetzt auch noch drüber. Gewürze machen wir nachher erst, wenn wir die zum zweiten Mal gedreht haben. Die verbrennen schnell, da kommt halt nur noch ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kümmel, ein bisschen Oregano. Und jetzt haben wir hier noch den Fumadino, den Bacon Presunto Fumadino, den geräucherten Schinken, grob gewürfelt. Das Ganze soll ja eine deftige Sache werden. Der kommt jetzt lecker grob da drüber. Schaut mal hier. Da haben wir doch eine herrliche, herrliche Geschichte. So. Und das lassen wir jetzt ein paar Minuten einfach so stehen. Dann drehen wir das Ganze nochmal, wenn alles schön goldbraun ist. Dann wird es was noch und dann sind unsere Bratkartoffeln eigentlich fertig. Dazu gibt es dann einen leckeren grünen Salat. Ein bisschen Zwiebelchen sind drin. Und da haben wir eine herzhafte Sache. Es ist so schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Das duftet hier lecker nach den Bratkartoffeln und mit diesem geräucherten Speck, Zwiebeln, klasse. Richtig klasse. So, hier habe ich jetzt gemahlenen Pfeffer, gemahlenen Kümmel, hatte ich ja gesagt. Das gehen wir so ziemlich erst zum Schluss darüber. Jawohl. Und ein bisschen Oregano, das kann Majoran auch sein. Ich mag das, viele mögen es gar nicht, aber ich gebe dir mal gerne so einen kleinen Touch darüber. Und jetzt, schaut mal hier, drehen wir die nochmal rum. Guck mal hier, wie schön die sind. Und unsere über 20 Jahre alte Wolf-Viereckpfanne, da klebt immer noch nichts, da lässt sich immer noch alles ganz wunderbar umdrehen und verrühren. Fantastische Sache. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen. Dann ist der Rest noch schön braun und dann können wir servieren. Jetzt haben unsere Bratkartoffeln ihre Endbräune erreicht. So sollte das auch bei euch zu Hause aussehen. Der Speck ist schön ein bisschen ausgeschmolzen und schön knusprig braun. Gehen noch mal einmal rein. Schau, so ist das eine ganz fantastische Sache. Und jetzt können wir das Ganze servieren. Ihr wisst ja, in die Wollpfannen können damit Metall rein. Da muss man also keine Angst haben, wenn man hier so ein Metallschöpfkelle nimmt. Da gibt es eine schöne Portion für jeden. So, das wäre jetzt mal. So, das ist jetzt erstmal eine. Der Weg führt zurück. Und hier haben wir unsere
leckeren goldbraunen Bratkartoffeln mit dem leckeren Bacon, mit dem Speck. Ja, hoffe, habe euch ein bisschen Appetit gemacht. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bei meinem lieben Freund Antonio für die ganze Vorbereitung und für die Aufnahme. Und sage hier portugiesisch, bon noite a todos, ate mais, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.